Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen rasanten Folge Asphalt Legends Unite. Geht wieder weiter, kennen wir ja alle schon. Hoch und heilig. Die wahrscheinlich wieder Probleme haben mit dem Internet, das merke ich auch gerade. Und das ist kein Traum, es ist einfach nur ein Abfuck. Es fuckt mich nach wie vor ab. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Ob ich Rennen fahren kann, weil ich wollte jetzt gerne auch mal wieder eine Online-Folge drehen. Junge, ganz ehrlich, Asphalt Legends, was ist heute los? Also entweder habt ihr euren Server gecrackt oder ihr seid einfach nur... Keine Ahnung, gewinne das Rennen, Schockwellen-Dinger da. Nee, auf gejagt habe ich keinen Bock. Schottland, Shanghai. Ach ja, stimmt ja, wie schon gesagt, werde ich erstmal diese ganzen Viereck-Dinger da machen, ne? Himalaya. Von 675. Und das sind das die einzigen Karren sind, die ich benutzen darf, ne? Echt schon scheiße. Aber egal. Ich möchte jetzt gerne erstmal die Story durchhaben, damit wir Asphalt Legends auch ein für alle Mal abhaken können auf meinem Kanal. Also wenn es irgendwas mit 60, 70 Folgen, das ist aber nicht schlimm. Ja, yeah. Beide nochmal abgeschossen. Ich weiß zwar, dass mein Anfang nicht immer gerade der beste Start ist, aber ich mache das halt mit Absicht. Wisst ihr, wenn man das ja mit Absicht macht, dann schafft man es schon extrem gut. Ich finde es schon komisch. Wie soll ich denn bis 952 ein Auto leck mich doch am Arsch, verbessern können, wenn ich es nicht mal schaffe, meine Autos abzugraden. Na gut, ein Auto könnte ich schon auf Maximum machen, aber das geht nur bis 1381, ist eigentlich gut. Warte mal, nee, wir machen mal Höchsttempo hoch. Na, jetzt ist er bei 761, dann machen wir jetzt wieder den Neon Mitsubishi und fahren mit dem erstmal weiter. Bis er ab da, wo 900 steht, und dann muss ich erstmal mein Auto. Aufpumpen, ist ja klar. Rennen komme, sehe ich übrigens manchmal auch, was ich machen muss. Ach mal, was war das denn gerade? Bots knutschen Wand? Ortsknutschenwand. Das habt ihr alle gesehen. Das habt nicht nur ich gesehen.
Das heißt jetzt, die ganzen nächsten Folgen werden eigentlich nur noch Karriere sein. Und es geht in ein Zeitrennen. Okay. Hast du verstanden? Lass mich doch. Meine Güte. Alter. Junge. Ich sag, lass mich doch. Mit diesem Mitsubishi 90 Kilometer fahren. Alter, das ist doch um. Es ist ein Schlag in die Fresse. Das ist so ein richtiger Faustschlag ins Gesicht. Und den habe ich noch nicht mal abgequadet. Jetzt hätte man das aber gewusst und dann macht man das nur mit Absicht. 90 Kilometer mit dem Auto. Scheiße. Oh mein Gott, 5 Sekunden, 5 Sekunden. Oh, heilige Kacke, 5 Sekunden. Och, meine Güte. Himalaya, ja, 774, jetzt wird es ein bisschen ernster. So, da kann ich leider noch nicht upgraden. Aber ich habe auch keine Ahnung, was zurzeit mit meinem Internet stimmt. Eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich nur das Spiel, ganze Spiel hier, was anfängt, auf einmal mit dem Internet, mit so einer Internetstörung zu kriegen. Weil alles andere läuft immer einwandfrei. Das Spiel läuft komischerweise nie einwandfrei. Egal wie oft ich das haben will. Läuft irgendwie nie. Aber ist jetzt auch egal. Alter. Pinker Mazda, Alter. Wenn du nicht weißt, was das für ein Auto ist, dann klatscht du einfach den Namen oben drauf und dann weißt du es. Oh mein Gott, der Matze, Alter. Wie kann das Auto so weit vorne sein? Mega zerstörte Hindernisse, geil! Digga, das war ja noch härter als das letzte Rennen.
Digga, das. Ich hab das letzte Kapitel in Karriere, Kapitel 1. Glückwunsch, ich hab die. Nee, warte mal, das war ja das Zwischenlevel, ne? Das war das Zwischenlevel. Wann bekomme ich das Hauptspiel? Hauptding? War immer oben, ne? Ja, wow. Der Nissan. Wow. Ich hasse den Nissan. Also der Nissan ist mir wirklich komplett am Arsch. Und ein neuer Garagenlevel. Jetzt wird es doch noch härter als ich dachte, Alter. Nein, och, man macht den Touchstrike aus. Jedes Mal mache ich außersehen den Touchstrike an. Man fällt mir auf, den will ich nicht haben. Oh, das wird ein knappes Rennen. Das wird jetzt ein schweres Rennen. Ich sehe schon wieder Mazda. Woher wusste ich, dass das der japanische Mazda jetzt ist? Der macht auch so willkommen in Japan. Aber es ist gefühlt wie Gran Turismo eigentlich. Hinten rein! Wie wurde der nicht langsam? War gefühlt nur alleine rennen, was ist hier los? Der Neon Nissan ist einfach geil. Ich liebe dieses Auto. Falls ihr mal fragt, als wir in der letzten, ich glaube das war der letzten oder in der überletzten Folge, Dings dazu kam, trotz Mr. L dazu kam, haben wir privat ja noch ein Rennen gemacht. Und da habe ich ihn privat komplett zerstört mit allen meinen Autos. Aber auch nur, weil ich so ein bisschen unfair gemacht habe. Weil ich bin einfach sofort instant mit meinem Supersportwagen durchgefahren, habe ihn einfach so kaputt gemacht. Bei 952 ist er der maximale Rang. Ist das da jetzt oben? Was habe ich neu? Was ist das? Was zum Krieg? Okay, und was. Manchmal gibt es ja auch davon gerade so. Abwurfrate. Wartet mal, bevor ich irgendwas jetzt weitermache. Wir haben ja das. Der Earth-Dings bekommen. Wie das denn hier? Osaka, ey, das ist neu. Osaka ist neu. Alter, Osaka ist wirklich eine neue Strecke. So eine hatte ich bis jetzt noch nicht. Na gut, Kairo ist auch neu. Und Escape, ich glaube, das verrät schon alles. Ach, guck mal, hier kriegen wir das Optimale, ja. Okay. Na gut, dann fahren wir die letzten 7 und die Nummer 8 noch und dann muss ich meine Autos erstmal upgraden, weil
Nichts upgraden ist der Weltuntergange. Ende aus Mickey Mouse. Gewinne das Rennen. 30 Kilo. Och Gott, das ist nicht mal weit. Hier, da muss ich mich ja nach vorne boosten. Asia Challenge exklusiv. Exclusive. Sind das eigentlich illegale Straßenrennen? Wieder ein Fehlschlag von mir. Darf ich mir nicht erlauben. Und reinboosten. Ich darf jetzt nicht aufhören. Ich muss immer weiter boosten, egal ob ich jetzt ganz am Ende bin oder nicht. Ich muss immer rein boosten. Immer, immer und immer. Aber tatsächlich bin ich mal euch ehrlich, dass der 360er mir immer ständig den Arsch gerettet hat bis jetzt. Die wir jetzt irgendwie Probleme haben gerade. Nach dem Rennen muss ich erstmal was anderes machen. Muss ich nächste Folge gucken. Vielleicht online, vielleicht auch nicht. Weil ich könnte euch gerne zeigen, was hier das Problem ist. Aber ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Karriere-Story da, ne? Und Abfahrt. Immerhin werden die Folgen, habe ich euch schon einmal gesagt. Das macht ihr doch alle mit Absicht! Wieso steckt... Oh Gott, das ruckelt. Komm, das Witzige ist manchmal... Es heißt ja Asia-Rennen. Aber ich fühle mich nicht so, als würde ich Teil des Asia-Rennens... Oh Gott, ich habe verkackt. Na toll. In allen das volle haben. Also wirklich, ich möchte in jedem Teil alles haben. Jedes Rennen komplett hundertprozentig auf grün. Alle Renndinger sollen auf grün sein. Gewinne das Rennen. Jetzt kann ich mich erstmal aufs Rennen konzentrieren. Das heißt, wir werden ein bisschen abheben. Wir werden ein bisschen zerstören. Wir sind so wie ich bin. Alle werden abheben. Auch der gewonnen hat. Aber nur weil ich so dumm war. Ich hasse diese Strecke. Und ich habe euch gesagt, dass ich nach Asphalt Legends, das wahrscheinlich im Herbst oder im September enden wird, werde ich danach Dings spielen. Und danach es erstmal sein lassen mit Rennspielen. Nach Garfield Kart natürlich.
Wir werden zusammen Gafika testen, Leute. Und dann... Ja. Bin mir zwar nicht sicher, was das hier gerade für ein Rennen ist, aber irgendwie zerstören sie sich alle gegenseitig. So kann man es gut haben, ne? Oh, für die letzten zwei brauche ich Geld. Und zwar... Ja... Wait, was? Ich kann Shanghai noch machen, Schottland und Kairo und Kairo und San Francisco, Schottland, Shanghai, Shang-Chi. Kairo mit der Polizei, Alter, das könnte nervig werden. Was war hier oben nochmal der Camaro-Rennen, ne? Das glaube ich bis 1000 ging. 1086. Und jetzt nehmen wir das noch an und dann Ende aus Mickey Maus. Hab halt gar nichts mehr. Was habe ich da für 15 bekommen? Ach egal, Leute. Das war's mit der Folge. As Fight Legends in der Story Mission Monsieur. Wir sehen uns in der nächsten Monsieur-Folge wieder. Lasst Monsieur da. Bis zum nächsten Mal und haut Monsieur rein.